Hallo und herzlich willkommen zu Blockbuster, eurem Kanal rund ums Thema Film. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, wir sind jetzt im Filmjahr 1987 angekommen. Sind auch wieder etliche Filme, die ich euch jetzt hier vorstellen werde. Für alle die, die jetzt so zum ersten Mal diese Best-of der Jahre, Filmjahre gucken. Ich teile diese also immer auf drei Kategorien auf. Einmal A, also erstens meine absoluten Lieblingsfilme, dann die auch sehr guten Filme, die dann noch zu erwähnen sind. Und zum Schluss, also zum dritten, gibt es dann die genrespezifischeren Filme. Ich werde das Video wieder auf zwei Teile teilen müssen, weil es einfach viel zu viele Filme sind, ja, die hier dann sonst nicht ordnungsgemäß vorgestellt werden könnten, weil das Video sonst viel zu lang werden würde. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an mit meinen absoluten Lieblingsfilmen. Die hole ich jetzt mal hier hin. So, dann kommen wir auch zu meinem ersten Lieblingsfilm. Das ist ein John-Woo-Film und zwar A Better Tomorrow 2. Da geht es um einen Besitzer eines chinesischen Restaurants, der gemeinsam mit einem jungen Polizisten so einen Racheplan gegen eine chinesische Triade plant, halt, um ja, ein geliebtes Familienmitglied, das diese Triade auf dem Gewissen hat, ja, zu stürzen irgendwo, ja. Ich fand den echt super. Mir hat der erste Teil schon richtig gut gefallen. Ich fand den zweiten auch noch geil. Vor allen Dingen, wer John Woo Filme kennt, da wird ja unglaublich viel geschossen, rumgesprungen, alles zersplittert und so weiter. Voll mein Ding. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe den jetzt hier leider nur als Börsen-Blu-ray. Also eine, so gesehen, gebrannte. Es gibt den irgendwie nicht sonst. Also es gibt den auf DVD. Aber ja, ist halt schade. Ist zwar schon schön gemacht, aber tut jetzt hier auch nichts zur Sache. Der ist auf jeden Fall einer dieser absoluten Top-Filme von mir. Dann haben wir hier schon den nächsten. Das ist Angel Heart. Ja, da geht es um einen abgebrannten Privatdetektiv, Harry Angel, der von Mickey Rook gespielt wird. Und der hat halt einen Auftrag bekommen von einem ziemlich mysteriösen Mann namens Louis Cipher, der von Robert De Niro hier verkörpert wurde. Und er soll für ihn einen Sänger, und zwar, der heißt Johnny Favorite, meine ich, heißt er, ja genau, den soll er halt finden. Und er begibt sich da irgendwie in diesem Auftrag wirklich in so Ermittlungen, in so einem Voodoo-Kreis, ja. Und da sterben auch etliche. Er selber kommt dann irgendwie auch noch als das Mörder in Frage, in Mordverdacht. Also mehr will ich auch gar nicht sagen. Wirklich ziemlich düsterer, super Thriller, so aller, ja, wer so Sieben und sowas alles mag oder Im Auftrag des Teufels. Der ist hier auf jeden Fall auch bestens bedient, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Dann haben wir einen Film von Stuart Gordon und zwar Dolls. Und da geht es darum, da ist eine Familie, die mit ihrer kleinen Tochter in einer ziemlich stürmischen Nacht unterwegs ist und die versuchen irgendwie Unterschlupf zu finden und da ist dann irgendwo so ein ziemlich mysteriöses abgelegenes Haus mit einem älteren Ehepaar, das da drinnen wohnt und dieses Ehepaar stellt halt Puppen selber her und da kommen sie dann halt auch unter und diese Familie hat irgendwie auch schon, dieses ältere Ehepaar hat halt auch schon irgendwie eine Handvoll weitere Gäste bei sich in diesem Haus drinne. Und für die beginnt dann irgendwie so eine Nacht des Grauens, sag ich jetzt mal, weil die Puppen irgendwie so ein tödliches Eigenleben entwickeln oder haben, ja. Super Film, hat mir echt gut gefallen. Ich weiß nicht, auch für Fans von Filmen wie Puppet Master könnte das was sein, obwohl ich den auf jeden Fall noch besser als die Puppet Master Teile finde, ist halt Geschmackssache. Aber auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, kann ich auch nur empfehlen. Dann kommt als nächstes ja ein Film von John Hughes mit Steve Martin und John Candy. Und zwar Ein Ticket für zwei. Ja, da geht es um einen, ja, so ein erfolgreicher Werbefachmann. Hier Neil Page heißt er, der von Steve Martin gespielt wird. Der hat seiner Familie irgendwie versprochen, zu Thanksgiving zu Hause zu sein, weil er durch den Job wieder ziemlich weit weg irgendwie in Amerika unterwegs ist. Das ist aber jedoch gar nicht so einfach, dann zurückzukommen, weil da etliche andere auch mit dem Flieger irgendwie versuchen, ja, zu Thanksgiving zu Hause zu sein. Und da ist echt,
am Flughafen schon die Hölle los und dann beginnen die Probleme, aber irgendwie, ja, als er dann irgendwie schon in ein Taxi steigt und ihm oder versteigen möchte und dann hier John Candy halt ihm das Taxi schon stiehlt, irgendwie einfach vom Gesicht irgendwie wegnimmt, ja. Und dem läuft er dann auch irgendwie immer wieder über den Weg und er ist halt auch so ein Vertreter, so ein trotteliger Vertreter, der gar nichts auf die Reihe bekommt. Und zusammen tun die sich dann irgendwie zusammen, versuchen irgendwie gemeinsam wieder nach Hause zu kommen. Das ist dann echt so ein richtig durchgeknallter Roadtrip. Also auch wirklich lustig. Hat mir echt gut gefallen. Ich muss gestehen, ich habe den echt vor ein paar Monaten oder so das erste Mal erst gesehen. Und er hat sich trotzdem direkt in meine Top-Filme des Jahres 1987 geschlichen. Ja. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Wirklich super Film. Ja, dann kommen wir auch zum absoluten Meisterwerk. Den habe ich auch schon so oft geguckt und das ist Full Metal Jacket. Und da geht es halt darum, so im Jahre 1968 ist das, werden in einem in so einem ja, Rekruten-Ausbildungszentrum, sagen wir mal, ne? In Paris Island in South Carolina junge Männer ja für ihren Einsatz in Vietnam irgendwie vorbereitet. Und darunter ist dann auch der Private Davis oder genannt Private Joker. Genau. Und der Ausbilder ist so ziemlich sadistisch. Ja, der ist so ein ziemlich sadistischer Typ. Sergeant Hartmann, der den Rekruten oder den Jungs dann irgendwie ja, mit harten Mitteln versucht, auf diesen Vietnamkrieg vorzubereiten. Ja, bringt dann halt den Umgang mit Waffen und so weiter mit. Ja, dafür kommt es dann aber auch schon während der Ausbildung wirklich zu katastrophalen Ereignissen, muss man sagen. Da passiert echt auch schon viel. Und in Vietnam selber dann, als sie dann in Vietnam dann angekommen sind, da erkennt dann auch, kennen sie alle, vor allen Dingen auch, das ist dann eher hier Private Joker dann so im Fokus, dass ja. Man die Jungs einfach gar nicht auf so was Krasses, auf so einen harten Krieg vorbereiten konnte. Ja, auch mit diesem harten Sergeant, den sie da hatten, was sie da sehen, ist einfach regelrecht die Hölle irgendwo. Ja, also ein absoluter geiler Kriegsfilm. Ich denke, den wird auch jeder gesehen haben. Von Stanley Kubrick ist der Film. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reingucken. Private Paula, sage ich nur, ne, für die, die ihn gesehen haben. Gut, dann kommen wir zum nächsten und das ist Hellraiser. Gut, jetzt ist hier die Trilogie, aber es geht jetzt um den ersten Teil, der 1987 rausgekommen ist. Das ist ein bisschen schwierig, da jetzt was sozusagen, ohne zu viel zu spoilern. Da ist halt ein Mann, der irgendwie so einen verzierten Würfel irgendwo gefunden hat, mit dem er dann ein Tor in eine andere Dimension geöffnet hat, ne? Und dort auch gefangen genommen wird von sogenannten Zenobiten, genau. Die halt ja, sinnliche Erfahrungen erforschen und das halt auch durch Folterungen und richtig ekelhafter Folterungen, sagen wir mal, mit so Haken in der Haut und so weiter. Genau, und da irgendwie zu entkommen, versucht dieser Mann, ja, halt Hilfe von außerhalb zu bekommen, ja, von einer bekannten Person. Und er braucht ganz dringend Blut. Er braucht ganz dringend irgendwie Blut, um dann wieder in die normale Dimension oder in unsere Welt zurückzukehren. Ja. Auch ein absolutes Meisterwerk von Clive Barker. Also kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ist richtig gut gemacht, auch gut gealtert. Ja, auch ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Dann kommen wir wieder zu einem John, also oh nee, das ist eine John Hughes Produktion und zwar ist sie nicht wunderbar? Und da geht es um einen ja, 18-jährigen Schüler, der verliebt sich in eine vergebene Mitschülerin halt und versucht diese irgendwie zu erobern. Er ja, versucht echt alles, um die für sich zu gewinnen, obwohl sie vergeben ist. Und dabei braucht er halt Hilfe von seiner besten Freundin, die ihm auch hilft, aber die jedoch auch selber mehr für ihn empfindet, als sie dann zugibt und er checkt das auch nicht und das ist halt auch so ein bisschen Dilemma halt, ne? Ich finde, das ist ein richtig, richtig schöner Liebesfilm, Liebeskomödie,
So ein Feel-Good-Movie, jetzt Komödie würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, so ein Feel-Good-Movie halt, wie man von John Hughes irgendwie halt auch kennt. Man merkt schon, dass er seine Finger mit im Spiel hatte. Für die, die ihn jetzt nicht kennen, hatte ich ja eben schon ein Ticket für zwei oder Breakfast Club, 16 Candles, ne, oder dieses, das darf man nur als Erwachsener. Ja, solche Filme halt, die mir wirklich alle ziemlich nah am Herzen liegen und der ist auch einer der absoluten Lieblingsfilme von mir. Ja, dann kommen wir zu Lethal Weapon. Jetzt ist hier wieder die Collection. Es geht hier jetzt um den ersten Teil. Und ja, der heißt Zwei stahlharte Profis, der erste Teil. Ich habe es jetzt nochmal hier abgelesen. Aber auch ein absolut geiler Film. Ich liebe den einfach. Das ist, ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Da geht es halt auch um. Da ist halt ein Tod von einer jungen Frau, der da irgendwie aufgeklärt werden muss. Und da schickt das LAPD dann ja so einen alten Familienvater, der hier von Danny Glover gespielt wird, Detective Murtaugh, der dann halt zusammen mit so einem Suizidgefährdeten, mein Gott, ja, mit einem suizidgefährdeten Vietnam-Veteran, Detective Martin Riggs, der von Mel Gibson gespielt wird, ja, diesen Fall halt klären soll, die dann zum Tatort geschickt werden, ne? Und das ist halt, die sind beide halt so komplett unterschiedliche, ne? Und die nehmen dann trotzdem irgendwie gemeinsam, ja, die Ermittlungen auf, merken dann auch, dass es da in so einem Drogenring, dass es was mit Drogen zu tun hat, dieser Mord dieser jungen Frau. Und ach, das ist einfach absolut genial. Ich liebe die alle. Ja, hier den ersten ist auch super, wie Mel Gibson dann irgendwie auch versucht, sich so das Rauchen abzugewöhnen und dann Hundefutter oder Katzenfutter, ich weiß gar nicht, noch Hundefutter, meine ich, dann isst, so trocknet. Also genial einfach, ne? So diese Cop-Buddy-Komödien, das ist so meiner Meinung nach mit so die Ursprünge des Ganzen und kann ich echt nur empfehlen, wer die nicht kennt. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Das ist The Lost Boys. Ja, auch absolut genialer, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch Vampirfilme. Da kommt ja sogar noch ein zweiter in dem Jahr jetzt hier. Wir sind jetzt erstmal bei The Lost Boys. Und das ist halt, ja, so eine geschiedene Frau zieht mit ihren beiden Söhnen, Michael und Sam, nach Santa Clara, um da irgendwie so einen Neuanfang zu starten, ne? Und Michael, der älteste von den beiden, der verliebt sich da in ein Mädchen. Ja, die so zu so einer Rocker-Gang irgendwie gehört, ne, und freundet sich da auch mit denen dann an. Und der kleinere Bruder Sam, der traut dem Ganzen nicht so, diesem ganzen Braten, der mag die irgendwie auch alle nicht so. Und ja, der erkennt auch irgendwie ziemlich schnell, dass diese Clique so ein Zusammenschluss von Vampiren ist. Ja, und versucht seinen Bruder, den älteren Michael, dann irgendwie zu retten. Absolut genialer Film. Ich finde den sowas von geil. Also kann ich auch nur empfehlen für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Absolut cooler Vampirfilm. Womit wir auch schon beim nächsten wären. Das ist auch wieder ein Vampirfilm. Auch der ist diesmal von Catherine Bigelow. Und zwar Near Dark. Den habe ich gar nicht so oft gesehen. Also Lost Boys habe ich schon öfters gesehen. Den jetzt hier nicht. Und den kann ich auch nur auch. So ein geiler Film. Das ist halt ein junger Mann, sagen wir mal, Caleb, der verliebt sich in eine Frau, die sich relativ schnell als Vampir entpuppt, ne? Und diese verschont Caleb irgendwie, die bringt ihn nicht um und saugt ihn komplett aus, sondern sie verwandelt ihn sogar noch in einen Vampiren und verlangt dann von ihm, dass er mit so einer Vampirclique, der sie dann angehört, zusammen auf die Jagd geht, ne? Und Caleb hat da gar keinen Bock drauf und sagt, nee, komm, lass mich in Ruhe und versucht dann irgendwie diesen Blutsaugern irgendwie zu entkommen, ja, zu entfliehen. Auch genial, genial besetzter Film. Er macht alles mit. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Bill Paxton auf jeden Fall, genau. Ach, wie heißt denn nochmal? Jenny Wright, Lance Henriksen. Ja, kann ich nur empfehlen. Also absolut top der Film. Dann haben wir einen Stallone-Film, der mir auch sehr am Herzen liegt, mit dem ich irgendwie auch in der Jugend groß geworden bin. Und das ist Over the Top.
Ja, also ist auch nicht jedermanns Sache. Ich finde den super genial. Da ist halt auch, es geht darum, Sylvester Stallone ist irgendwie so ein geschiedener Truckfahrer, Lincoln Hawk, der von seiner Ex-Frau angerufen wird, die leider im Sterben liegt und die von ihm möchte, dass er den gemeinsamen Sohn aus so einer ja, hochnäsigen Universität, reichen Universität irgendwie abholt, um den endlich mal ein bisschen besser kennenzulernen, weil er von seinem Leben so gut wie gar nichts mitbekommen hat. Und der sagt dann auch, okay, holt den ab. Und zusammen erleben die dann irgendwie so einen richtig coolen Roadtrip. Sylvester Stallone, also Lincoln Hawk, ist selber auch Armdrücker irgendwie, also Truckfahrer, der auch so bei Armdrückwettbewerben und so mitmacht und nimmt seinen Sohn dann irgendwie auch mit auf diese Reise dahin. Ja, auf diese Reise. Ja, genial einfach nur. Ja, da sind auch zwei Welten, die aufeinandertreffen. Einmal so ein verarmter, ja, ich würde sagen, nicht nichtsnutziger, aber irgendwie so Truckerfahrer halt, ne, cool Man, der dann irgendwie mit so einem total hochnäsigen, mit dem Sohn da halt, der total hochnäsigen und so ist dann zusammengerät, die sich auch anfangs gar nicht so gut versteht. Aber okay, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Auch ein super Film, kann ich auch nur empfehlen, guckt euch den an. Dann haben wir hier einen Schwarzenegger-Film, auch einer der geilsten, die es gibt, meiner Meinung nach, und das ist Predator. Ja, da ist halt Arnie spielt, oder ist ein Söldner, der heißt Dutch und der soll mit so einer Elite-Truppe im südamerikanischen Dschungel ja, Geiseln aus der Gewalt von Gorillas befreien. Ne? Und als sie dann da irgendwie ankommen, das ist auch alles so Muskelprotze und keine Ahnung, ne, alle so irgendwie so richtige Elite-Truppe halt, so, ne, die man in ihr halt dann auch kennt. Als sie dann irgendwie dann da auch ankommen, sind irgendwie alle Geiseln, die sie befreien sollten, liegen da irgendwie tot zerfetzt und keine Ahnung was. Und die merken dann irgendwie auch schnell, dass das nicht die Gorillas gewesen sind, sondern irgendwie so ein außerirdisches Wesen halt mit übernatürlichen Kräften, das dann auch noch hinter ihnen her ist und dann zum absoluten Fight kommt. Das ist dann halt dieser Predator hier. Unglaublich geiler Film. Also auch Sprüche, da sind so viele Sprüche auch dabei, die so genial einfach sind und mit der Zeit einfach auch nicht ja, irgendwie mit der Zeit gehen. Ne? Man vergisst die einfach nicht. Also kann ich auch nur empfehlen. Super Film. Dann haben wir den ersten Robocop. Ich habe mir jetzt hier, das ist jetzt hier, wo auch wieder alle drei oder vier sind, ne, drei, genau, ne, vier sogar. Gut, es geht um den ersten, der rausgekommen ist. Auch von Paul Verhoeven ist der absolut geiler Science-Fiction-Film, auch ultra brutal irgendwie noch. Ich habe mir den jetzt vor kurzem sogar nochmal angeguckt. Und da ist dann halt auch irgendwie in so einer futuristischen, von Wald geprägten Zeit in Detroit. Da will so ein Riesenkonzern halt mit Hilfe von ja, Robotern die Verbrecherquote so ein bisschen geringer halten und halt auch bekämpfen damit. Und da ist dann einmal der Polizist hier Murphy, der bei einem Einsatz stirbt. Der bekommt dann irgendwie ja, so ein humanoides Gehirn eingepflanzt, was ihn irgendwie zu halb Menschen und halb Roboter macht, der dann halt Robocop heißt und oder Robocop halt genannt wird. Und ja, der wird dann halt irgendwie so zu so einem perfekten Gesetzeshüter. Und leider erinnert, oder was heißt leider, erinnert sich dann irgendwie trotzdem nach der Zeit immer wieder da oder mehr daran, wer ihn dann halt auch umgebracht hat und versucht dann an den Leuten irgendwie auch noch Rache zu nehmen, ja, und seine Mörder zu finden. Absolut genialer Film, kann ich auch nur empfehlen. Ja, ist auch einer meiner absoluten Lieblinge. Dann kommen wir zu einem nächsten Schwarzenegger, der so ein bisschen trashiger ist, aber der mir auch unglaublich am Herzen liegt und das ist The Running Man. Und zwar ist das nach einer Stephen King, ja, eine Verfilmung nach einem Stephen King-Roman, Menschenjagd, wobei mir das Buch sogar noch besser gefallen hat, was komplett anders war als der Film. So von der Grundidee nicht, aber ja, ganz anders, das Buch war anders. Also kann ich auch nur empfehlen, das mal zu lesen. Aber jetzt haben wir hier den Film und da ist halt,
Ja, so um den Willen so nach Freiheit irgendwie zu unterdrücken, werden halt die Menschen in der Zukunft ja mit dem TV-Format hier Running Man bei Laune gehalten. Und dabei treten dann wirklich so ausgewählte Verbrecher halt, ja, gegen ja, so eine Art futuristische Gladiatoren halt vor laufender Kamera an. Und einer dieser Verbrecher ist dann Ben Richards, der hier von Arnold Schwarzenegger gespielt wird. Und der versucht dann irgendwie diese Show zu Fall zu bringen. Ne? Der will gucken, dass er, der will da gar nicht mitmachen. Und ja, mehr will ich gar nicht sagen. Ja, ist ein bisschen trashig, ne? Auch die Sub-Zero und so diese Charaktere, die da mitmachen. Ja, halt ein typischer trashiger Ani, aber geil gemacht, finde ich. Also kann ich auch nur empfehlen. Ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Dann kommen wir hier, ja, zu Tanz der Teufel 2, Evil Dead 2. Und da ist halt ja Ash und seine Freundin Linda, die ja, die verbringen die Ferien irgendwie in so, wieder in so einer oder in der kleinen Holzhütte in den Bergen. Und ja, der frühere Eigentümer dieser Hütte war irgendwie Archäologe und hat irgendwie unter anderem ja so paranormale Phänomene untersucht, ne? Und ja, da entdeckt dann Ash hier halt so ein Tonbandgerät. Mit, ja, was ist da so? Da sind so Passagen und komische Formen, Formeln irgendwie, die da beschwört werden, die dann dieses Buch des Todes irgendwie, ja, abspielt, ja. Und ja, da entfacht damit irgendwie so eine ungewisse, so eine Macht des Bösen halt irgendwie, ja. Und der Linda fällt dieser Macht dann irgendwie auch zu Opfer und ja. Ash kann sich dann irgendwie auch nicht wirklich wehren und wird irgendwie auch von ihnen noch besessen und dann beginnt halt so ein extremer Kampf dann irgendwie, was halt auch relativ lustig gemacht worden ist, ist halt so ähnlich wie der erste Teil, nur als Komödie nochmal gedreht. Wer Tanz der Teufel jetzt nicht gesehen hat, ja, guckt euch die beide unbedingt, alle drei, es gibt ja auch noch einen dritten, machen alle drei Spaß. Der erste ist halt wirklich noch eher ernst gemeint und der zweite ist eigentlich ein Remake des ersten nochmal als auf lustig irgendwie gemacht. Obwohl er auch andere Parallelen sind. Aber ja, gut. Das dazu. Und dann kommen wir auch zu dem letzten meiner absoluten Lieblingsfilme und auch wer da die Besetzung alleine hier, Kevin Costner, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Sean Connery. Wir reden von The Untouchables, die Unbestechlichen. Und da geht es darum, dass ja, die Stadt Chicago ist irgendwie in den Händen der Alkoholmafia. Ja, da ist dann der Mafia-Boss Al Capone, der auch von jedem gefürchtet wird. Und auch jeder weiß, dass er eigentlich gestoppt werden muss, aber sich keiner wirklich traut, bis dann irgendwann die Polizei ja so ein Sonderkommando irgendwie zusammentrommelt, wo dann auch ein relativ junger Polizist, der hier von Kevin Costner gespielt wird, von außen irgendwie geholt wird, um die Aufgabe da irgendwie Capone zu Fall zu bringen. Genau, angeheuert wird und ja, das ist auch ein super, super Mafia-Film einfach von Brian De Palma. Oh, hier kann ich auch nur empfehlen für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Absolutes Meisterwerk. Genau, so, das waren meine Lieblingsfilme. Dann würde ich jetzt sagen, hole ich als nächstes den ersten Teil von denen, die auch noch richtig, richtig gut sind. Ja, und auf jeden Fall erwähnt werden müssen. So, Filme rausgesucht. Wir fangen direkt an. Und zwar der erste ist Alvin und die Weltenbummler. Ja, und da geht es darum, dass die Chipmunks, weibliche Chipmunks, die Chipettes kennenlernen, genau. Und die ja irgendwie so ein bisschen rivalisieren und ein Rennen machen möchten mit Heißluftballons, um zu sehen, wer der Schnellere ist. Ja, und das Ganze bekommt so ein, ja, diebisches Paar halt irgendwo mit, so ein Geschwisterpaar, die dann sagen, okay, wir machen, beteiligen uns irgendwie an dem Rennen und sagen, der Gewinner bekommt von uns irgendwie 100.000 Dollar, und dabei müssen dann halt die Chipmunks und Chipettes an gewissen Orten, wo sie dann auch hinfliegen müssen, so kleine Puppen, wo Diamanten drin versteckt sind, halt ablegen müssen.
damit der Beweis auch da ist, dass sie auch wirklich dahin geflogen sind und nicht im Rennen und zu pfuschen. Ja? Das wissen sie natürlich nicht, dass da Diamanten in den Puppen versteckt sind und die Käufer bzw. andere Verbrecher dann diese Puppen an den jeweiligen Orten auch einsammeln. Also es ist wirklich ein richtig schöner Kinderfilm, so ein Abenteuerfilm, habe ich als Kind selber sehr, sehr gerne geguckt und ja, würde ich auf jeden Fall auch muss auf jeden Fall mit in dieses Video meiner Meinung nach. Dann haben wir einen Film mit Holly Hunter und Nicolas Cage und zwar Arizona Junior. Ja. Da geht es um den Ganoven High Mac Dunno, der hier von Nicolas Cage gespielt wird, der sein Verbrecherleben irgendwie beenden möchte und dann auch eine Polizistin heiratet, ja. Leider werden die beiden, ja, oder merken die beiden relativ schnell, dass sie keine Kinder bekommen können und haben aber den absoluten Wunsch nach einem Kind und stehlen dann von so einem richtig reichen Möbel-Tycoon-Inhaber, sage ich jetzt einfach mal, der gerade Fünflinge bekommen hat, stehlen sie dann ein Baby und ja, dieser Möbel-Tycoon-Chef, sage ich jetzt einfach mal, der setzt dann noch ein riesiges Kopfgeld auf die beiden oder auf die Entführer aus. Und das sind echt dann üble Typen, üble Kerle, die dann auch nach dem kleinen Baby suchen. Ja, auch echt super, super Film, super gemacht. Habe ich jetzt auch lange nicht mehr geguckt, müsste ich unbedingt nochmal gucken. Ist von den Coen-Brüdern gedreht. Die auch super Filme wie hier The Big Lebowski und ach, jede Menge geile Sachen gemacht haben. Ne? No Country for Old Men und so weiter. Unbedingt auch gucken, wer noch nicht gesehen hat, ist eine klare, klare Empfehlung von mir. Hat auch eine große Fanbase. Dann kommen wir zu einem, ja, so ein Thriller-Drama mit Mickey Rourke, Bob Hoskins, Liam Neeson und Alan Bates und zwar Auf den Schwingen des Todes. Ja. Da ist es so, dass Mickey Rourke ja, bei der IAA irgendwie tätig ist und versehentlich einen Bus mit Kindern in die Luft sprengt, weil er sich da irgendwie vertan hat und die sagten eigentlich, das wäre so ein politisches Ziel gewesen. Das macht ihn übelst zu schaffen, ist psychisch, seelisch komplett am Ende, will auch aufhören, irgendwie als Profikiller der IAA tätig zu sein, muss aber oder soll noch einen letzten Auftrag erfüllen, und zwar einen Mafia-Boss zu töten, um nochmal genug Geld für die Rente irgendwie mitzunehmen. Und da wird er dabei aber dann irgendwie von dem Priester gesehen bei diesem Mord, den er dann diesem Mafia-Boss verüben soll. Und dieser Priester wird von Bob Hoskins gespielt. Und ja, da möchte er will auf jeden Fall den Priester nicht umbringen, auch weil er das, wenn er das jetzt, weil er das gesehen hat, Entschuldigung, und kommt dann irgendwie selber halt irgendwie ja, in Gefahr und wird dann irgendwie durch seine alten Kollegen auch noch irgendwie mitgejagt. Einer von denen ist dann zum Beispiel auch Liam Neeson, ja. Ich bin echt, als ich ihn gesehen habe, eher so an so einen, ja, Action-Thriller halt rangegangen, aber es ist eher so ein Drama, Thriller-Drama, aber auch ein guter Film, also gehört definitiv mit in dieses Video. Ja, dann ein Film von Walter Hill mit unter anderem Nick Nolte, Ausgelöscht. Also, das ist auch er wird als Western betitelt. Ich würde ihn eher so als Spätwestern benennen. Auch ein unglaublich guter Film gewesen. Da ist irgendwie ja, zwei Kindheitsfreunde. Davon ist also Nick Nolte, der halt zum Texas Ranger wird und sein damaliger Freund ist dann halt irgendwie in Mexiko, der halt Drogen verkauft. Ne? Also komplett unterschiedliche Welten sind es geworden. Und ja, Nick Nolte ist halt Texas Ranger, ist an der Grenze zu Mexiko, will verhindern, dass halt Drogen rüberkommen und bekommt es dann halt, ja, gegen seinen damaligen Freund irgendwie zu tun, weil der halt versucht, diese Drogen rüber zu schmuggeln über die Grenze. Ne? Das ist ein echt cooler Film gewesen. Ja, wie Walter Hill, wer Walter Hill halt kennt, zum Ende hin gab es dann auch nochmal einen richtig geilen Showdown, also mit Viehschießerei. Und ja, kann ich auch nur empfehlen, hat echt Spaß gemacht, gehört auf jeden Fall mit in dieses Video.
Dann haben wir hier, ja, eine Splatter-Komödie, und zwar von ja, dem Regisseur von Der Herr der Ringe, und zwar Bad Taste. Ja. Peter Jackson, Neuseeland. Ja, also bevor Herr der Ringe kam, kamen halt auch solche Filme hier wie Braindead und Bad Taste. Das ist jetzt hier Bad Taste. Da ist halt auch ja so eine Gruppe Außerirdische, die halt in Menschengestalt auf der Erde halt so ein bisschen rumwandern. Also es geht da, die sind da jetzt in dem Fall in Neuseeland, in so einem ja, kleinen Küstenstädtchen. Und ja, die planen halt dort lebende Menschen also Menschen zu töten, um das Fleisch dann im Weltall in einem Schnellimbiss, den sie da führen, ja, zu verkaufen. Ja. Da sind dann halt irgendwie so vier Agenten, die von der Regierung irgendwie beauftragt wurden, dem Ganzen irgendwie auf die Schliche zu kommen und die dann irgendwie zu stoppen. Das ist, ja. Ne, also Schnellimbiss im Weltraum, Menschengehirne, Menschenfleisch, das man da verkauft, ist ein Kultfilm, ja. Ist leider nur ein Bootleg, gibt's so noch nicht auf Blu-ray, wollte den unbedingt haben, habe ich mal auf einer Börse gekauft, aber tut jetzt ja auch nichts zur Sache, es geht ja um den Film an sich. Genau, nach einem Drehbuch von Charles Bukowski ist wieder ein Mickey Rourke-Film mit Faye Dunaway, und zwar Barfly. Das ist ein Film, unglaublich. Also es ist wirklich, da geht es um Henry Chaninski, der hier von Mickey Rourke gespielt wird. Der ist ein absoluter Alkoholiker, ja. Der lebt in ja, L.A. und schreibt irgendwie, wenn er mal nicht, also auch wenn er gesoffen hat, ne, halt Gedichte und Kurzgeschichten. Und der lernt dann irgendwann ja, Wanda kennen, die hier von Faye Dunaway gespielt wird. Und beginnt mit der halt eine Liebesbeziehung und die ist halt auch absolut alkoholkrank irgendwie, ne? Und ja, die ziehen dann auch irgendwie relativ schnell zusammen und da hängt dann auch der Haussegen sofort schief, ne? Alkohol mit. Also, das ist ein richtiger, ja, ich weiß gar nicht, wie ihn betiteln, weil ich kenne auch nichts Vergleichbares. Irgendwie so viel Versoffenes und auch Schlägereien und keine Ahnung was. Also auch absolut einmaliger Film, würde ich sagen. Und der gehört definitiv auch mit in dieses Video. Also kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Genau, dann haben wir hier einen Film mit James Woods und Brian Denny. Und zwar Bestseller. So, mit dem habe ich mich beim ersten Mal gucken echt ein bisschen schwer getan. Beim zweiten Mal war es schon besser. Will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Es geht halt um einen Polizisten, der hier von Brian Denny gespielt wird, ja, der ja so ein bisschen von einem Leben als Schriftsteller noch träumt, ne? Der zwar Polizist ist, aber schon gerne eher Schriftsteller sein würde. Und der lernt dann hier diesen Profikiller James Woods halt kennen. Und der liefert dem dann wirklich auch so viel krasses Material irgendwie, dass er da irgendwie auch einen Bestseller dann drüber schreiben möchte, über die Geschichte von diesem Killer, ja. Auch echt gut gemachter Film, wie gesagt, beim Zweitsichtung hat er mir deutlich besser gefallen als beim ersten Mal und kann ich auch nur empfehlen, unbedingt mal reinschauen. Ja, dann kommen wir auch zum Kultfilm, und zwar Beverly Hills Cop 2 ist das jetzt hier, ja. Also das ist wieder die Box, aber der zweite ist 1987 halt erschienen. Da geht's halt, ja, Axel Foley kommt wieder zurück oder ist wieder, ja, war kurze Zeit in Detroit, kommt dann irgendwie wieder zurück nach Beverly Hills und da hat halt so ein mysteriöser Killer, der halt Alphabet-Mörder genannt wird. Hat da mehrere Leute umgebracht und hinterlässt irgendwie an jedem Tatort einen Brief mit so einem verschlüsselten Code. Und da versucht dann Axel Foley halt mit seinen Kollegen irgendwie das aufzuklären. Und ja, naja, würde ich auch gar nicht sagen. Cooler Film. Ich finde die alle drei super, kann die auch alle drei nur empfehlen. Und ich denke mal, die wird auch jeder gesehen haben. Ne? Sollte man auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Okay, dann haben wir hier, ja, das ist jetzt hier so doof, das ist eine Comedy-Box, da sind echt vier oder fünf Filme drin, aber es geht hier nur um Bigfoot und die Hendersons, der ist jetzt halt hier mit drin,
war hier am günstigsten. Mittlerweile gibt es ihn auch auf Blu-ray, aber tut jetzt auch nichts zur Sache. Genau, das sind halt, ja, die Hendersons, die haben irgendwie so ja, ein gemütliches Picknick gemacht und fahren dann mit ihrem Auto danach, nach diesem Picknick wieder zurück, die Straße entlang. Und da läuft dann irgendwie so ein haariges Wesen irgendwie über die Straße, was sie dann auch anfahren und glauben, oh, dass sie es umgebracht haben. Und merken relativ schnell, oh, das ist ja das ist der Bigfoot, ne, der so der bekannte Bigfoot irgendwie, ne, den jeder da irgendwie in Amerika und so kennt. Und nehmen den dann mit nach Hause, verpflegen den und ja, nehmen den irgendwie als Familienmitglied dann auch auf, weil sie ihn so, weil er auch so nett ist und so. Und er stellt das Leben halt total auf den Kopf, ja, von der Familie. Das ist echt, ist auch so eine Feel-Good-Komödie. Ich fand die jetzt nicht so extrem lustig, aber ich fand ihn schon unterhaltsam, den Film. Und er hat auch eine große Fanbase, ne? Also gehört definitiv auch mit zu den besten Filmen von 87. Ja, dann haben wir hier einen, der ist auch super mit Michael J. Fox und zwar Das Geheimnis meines Erfolges. Ja, das ist halt, Michael J. Fox spielt Brantley Forster. Genau, den Namen habe ich mir jetzt irgendwie merken können. Und der will ja, Karriere in der großen Stadt machen, der will Erfolg haben, Karriere haben, wohnt selber in so einer kleinen Stadt, zieht dann auch nach New York, um da dann halt ja irgendwie das große Geld verdienen zu können und bekommt aber irgendwie kaum eine Chance, ja, also wird überall abgewiesen, bis dann irgendwann sein Onkel so eine kleine Stelle bei sich in der Firma irgendwie in so einer Poststelle hat, wo er dann anfängt. Und als er dann irgendwie immer wieder die Post dann im ganzen Gebäude irgendwie verteilt, sieht er auf einmal ein leerstehendes Büro, was wohl schon relativ lange leer steht. Und dann denkt er sich, ach komm, dann gehe ich einfach da rein und sagt, das wäre mein Büro. Ich bin jetzt hier der Neue, ein neues Vorstandsmitglied. Und das kaufen ihm da irgendwie auch direkt alle ab. Und ja, auch ein super Film, kann ich auch nur empfehlen. Also Karriere macht man nicht über Nacht. Brantley Forster brauchte 2 Wochen. Ne? Also ja, cooler Film, lohnt sich definitiv mal reingucken für die, die ihn jetzt nicht kennen. Dann haben wir hier einen Steven Spielberg-Film, auch unglaublich gut besetzt mit unter anderem John Malkovich, Christian Bale und das ist Das Reich der Sonne. Ist auch ein ziemlich harter, also ja, leicht verdaulicher Film, sagen wir mal so hart, ist jetzt der falsche Ausdruck. Da geht es halt auch, ja, die Japaner haben irgendwie während des Zweiten Weltkriegs Shanghai eingenommen und sind da einmarschiert. Und da war halt auch eine englische Familie und ihr 11-jähriger Sohn, der hier von Christian Bale halt gespielt wird, ja, der dann von den Japanern gefangen genommen wurde, ja. Und in diesem Gefangenenlager, wo er dann, in diesem Kriegsgefangenenlager, wo der kleine Junge dann ist, lernt er dann irgendwie ja, John Malkovich kennen. Der ist irgendwie so ein Steward gewesen im vorher, ja. Und ja, gemeinsam versuchen die da irgendwie, ja, oder mit allen Gefangenen versuchen sie dann irgendwie diesen harten japanischen Regeln in diesem Kampf, in diesem Kriegsgefangenenlager, meine ich, dann ja, zu überleben, ja. Wirklich ein toller Film gewesen, kann ich auch nur empfehlen. Ja, ich weiß gar nicht, hat der auch einen Oscar gewonnen? Steht jetzt hier gar nicht drauf. War bestimmt nominiert. Ja, gut. Dann haben wir hier einen Film, mit dem habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, aber der hat auch eine große Fanbase. Das ist ein John Schlesinger-Film. Unter anderem mit Martin Sheen. Also mir gefällt er nicht so, aber wie gesagt, der gehört mit in das Video. Das Ritual. Ja. Hier steht auch irgendwie kein Hokuspokus, sondern echt verstörend. Ich fand ihn jetzt nicht. Also, okay. Hat aber eine große Fanbase. Ja. Da ist halt auch, ja, nachdem irgendwie so nach einem tragischen Unfall droht, ja, bei der die Frau von einem Polizeipsychologen, der hier von Martin Sheen gespielt wird, Cal Jameson, ja, passiert ist, das zieht er halt mit seinem Sohn irgendwie nach New York. Um dort irgendwie, ja, um wieder normal zu leben oder versucht, um irgendwie wieder einen normalen Alltag oder sowas hinzubekommen. Und er hilft aber trotzdem weiter in der Polizei bei der Untersuchung von bizarren Morden und so weiter. Ne? Und da kommt dann irgendwann so eine Reihe von Ritualmorden, ja, die ihn dann irgendwie
auf so eine Spur von einer mysteriösen Sekte halt führt, die denkt, dass sie durch diese Menschenopfer irgendwie Macht erlangt. Ne? Klingt super, wie gesagt. Vielleicht muss ich ihn auch noch mal gucken, ist auch schon Jahre her, aber ich fand ihn irgendwie nicht ganz so toll. Aber gehört definitiv in das Video, weil hat echt viele, die den gut bewertet haben. Ne? Dann haben wir hier einen Bernardo Bertolucci-Film, den ich auch vor kurzem das erste Mal gesehen habe, muss ich echt gestehen. Und das ist Der letzte Kaiser. Ja, ist auch unglaublich gut gewesen. Ja, also auch ziemlich lang, aber unglaublich gut. Da geht es halt um, ja, ich glaube, so um 1900 rum wird halt in China irgendwie der letzte Kaiser gekrönt. Das ist dann hier Puyi, ne? Genau, nicht Piu, Puyi, der schon als Zweijähriger, also als Baby, ne, wenn man es mal so sieht, dann ja, gekrönt wird. Und nur 3 Jahre später oder so wird dann irgendwie, ja, muss er irgendwie abdanken, weil die Chinesen irgendwie, beziehungsweise die Revolution halt in China ausgebrochen worden ist und kein Kaiser mehr irgendwie, ja, mehr das Sagen haben soll. Ja, oder dann dadurch halt den Status Kaiser, der Status Kaisers dadurch halt nicht mehr so gegeben. Ne? Und ja, dadurch, dass er diese Mauern, in denen er da im Palast gewohnt hat, nie, sein ganzes Leben nie verlassen hat, bleibt er halt auch trotzdem da und wird trotzdem von dem chinesischen Volk irgendwo trotzdem noch als Kaiser angesehen. Und ja, wird dann irgendwann auch als er dann älter wird, verhaftet sogar, weil er ja irgendwie als Verräter und Kollaborateur und kontrarevolutionär halt, würde ich jetzt sagen, irgendwie abgestempelt worden ist. Und ja, das ist halt wirklich nach einer wahren Geschichte alles. War wirklich sehr interessant und kann ich auch nur empfehlen. Also es ist ein absolutes Muss. Dann haben wir hier einen Film unter anderem mit Christopher Lambert und zwar Der Sizilianer. Ja. Das ist auch jetzt, wie jetzt, Der letzte Kaiser ist auch irgendwie so ein Monumentalfilm irgendwo, wobei der hier, Der letzte Kaiser, ja noch auf einer wahren Begebenheit, ich glaube, dass hier einfach irgendwie was erfunden ist, oder? Gleichnamigen Roman. Ja, denke ich mal. Also kann auch sein, würde mich jetzt nicht wundern, wenn es tatsächlich so war. Das ist halt, spielt irgendwie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, führt halt Christopher Lambert, der ist ein Bandit, Salvatore Gianluca, nee, Giuliano, genau, Salvatore Giuliano, ja, der führt irgendwie in Sizilien noch irgendwie so einen Privatkrieg, beraubt irgendwie die Reichen und gibt dann irgendwie das Geld den armen Bauern und so weiter, also ein bisschen so eine Robin Hood Story, die dann irgendwo ist, genau, versucht dann irgendwie halt die Kleinbauern irgendwie weiterhin noch am Leben zu erhalten, was natürlich der Mafia die da ihre Hand mit im Spiel hat und der Polizei überhaupt nicht gefällt. Die sind halt alle hinter ihm her, versuchen ihn irgendwie zu stürzen. Aber er hat irgendwie noch durch diese romantische Art, die er da irgendwie hat, dieses reiche Beklauen Armen geben, das Herz der Sizilianer noch auf seiner Seite, so, ne? Und die feiern den halt auch immer noch als Helden. Ja, das würde ich jetzt auch gar nicht mehr drüber erzählen. Ist auch ein sehr sehenswerter Film. Kann ich auch nur empfehlen. Hat auch eine große Fanbase, beziehungsweise ist von vielen eigentlich gar nicht so gut bewertet gewesen. Aber gehört halt auch mit zu den Klassikern, ne? So, dann habe ich zwei Filme, die ich gar nicht in der Sammlung habe, die aber definitiv erwähnt werden müssen. Das ist einmal Das Wunder in der 8. Straße. Ja. Da ist auch ein Ehepaar, die leben in so einem, ja, heruntergekommenen Viertel in der Stadt halt und die betreiben da einen Diner und haben dann halt auch noch ein Haus, wo jede Menge, ja, verarmte Familien oder Menschen halt leben. Ja. So, und da ist dann irgendwie eines Tages kommt dann so ein Baubeauftragter, der
ja, die Wohnung irgendwie kaufen wollen, die wollen sie nicht verkaufen, dann schlagen die da irgendwie alles kurz und klein und versuchen die irgendwie ja, mit Druck oder so zu erpressen, dass sie dieses Haus dann verlassen. Und die bekommen dann irgendwo Hilfe von so kleinen außerirdischen Untertassen, ja? Die dann auch wirklich helfen, das Diner wieder zu reparieren und sich auch gegen diese Baugiganten oder diese Baufirma da irgendwie zu wehren. Das ist auch ein schöner Film gewesen. Ich habe den im Stream halt mal gesehen. Ich habe ihn selber nicht in der Sammlung. Und er hat auch eine große Fanbase, gehört auf jeden Fall auch mit in das Video. Und dann haben wir noch einmal Der Himmel über Berlin, ein Wim Wender-Film. Da muss ich ehrlich gesagt gestehen, das war überhaupt nichts für mich. So, ne? Ist aber auch egal, der hat auch eine unglaublich große Fanbase, der ist auch übelst gut bewertet überall, aber meins war es überhaupt nicht. Das ist irgendwie, ja, das ist Berlin, so Ende der 80er Jahre. Da ist einmal der Engel Damiel, der von der unter Bruno Ganz, ne? Bruno Ganz? Ja, ich meine Bruno Ganz. Der von Bruno Ganz gespielt wird, wenn nicht, entschuldigt's bitte, ich weiß es nicht. Ich meine, der hätte auch den Adolf Hitler in Der Untergang gespielt. Genau, auf jeden Fall. Und Kasiel, die dann irgendwie, also der Engel Kasiel, also zwei sind's, ne, die dann halt gemeinsam durch die Stadt Berlin irgendwo schweben und keine Ahnung was, ja, für die Menschen unsichtbar sind. Aber denen ihre Gedanken halt lesen können und dann irgendwie, wenn es Leuten schlecht geht und die dann umarmen oder so zum Beispiel, dass es den Versuch irgendwie so durch Kraft, göttliche Kraft halt irgendwie wieder positive Gedankengänge oder sowas zu geben. Und da ist halt, ja, Bruno Ganz, nicht Bruno Ganz, ich komme nicht auf den Namen, das ärgert mich jetzt zu Tode gerade, ja. Verzeiht's mir bitte, aber der Engel Damiel, der genau, verliebt sich dann in eine ja, Trapezkünstlerin, in einen Menschen, will irgendwie sein Engeldasein ablegen, um auch Mensch zu werden, um eine Beziehung mit dieser Frau einzugehen. Also, ja, wie gesagt, man hört viele Gedanken, viele Stimmen. Es war nicht meins, wie gesagt, aber gehört definitiv mit in das Video. Ich denke, der eine oder andere verflucht mich gerade auch hier, weil er sagt, wie kann man so einen Film nicht mögen? Aber okay, ist halt Geschmackssache, ne? So, dann kommen wir zu wieder einem Kinderfilm und zwar Der tapfere kleine Toaster. Hier steht auch Fünf Freunde und ihr größtes Abenteuer. Das ist auch ein schöner Film. Also, den habe ich auch ewig nicht gesehen, aber in der Kindheit sehr, sehr oft. Da ist halt, vor Jahren hat irgendwie eine Familie ihre Haushaltsgeräte in ihrem Sommerhaus zurückgelassen, ja. Die sind halt irgendwie zum Leben erweckt. Da sieht man hier auch der Toaster, ein Wecker, eine Lampe. Ich glaube, hier so ein Wärmetuch und der Staubsauger. Und die, ja, gehen dann irgendwo gemeinsam von diesem Sommerhaus auf die Reise in die große Stadt, um zurück zu ihren, ja, Besitzern zu kommen und erleben da etliche Abenteuer. Auch ein schöner, ich fand ein schöner Kinderfilm war das, ja. Also wie gesagt, ewig nicht gesehen, aber finde ich, gehört definitiv auch mit in das Video. Und dann kommen wir auch zum letzten Film jetzt für dieses Video. Und das ist Die Braut des Prinzen. Also es ist auch schwer da irgendwie, es ist ein richtig schöner Märchen-Fantasy-Film mit Emotionen, so viel schönen Emotionen, traurigen Sachen, lustigen Sachen, ja, sollte man auch unbedingt mal gesehen haben. Da ist halt irgendwie die Prinzessin Buttercup, meine ich, heißt sie, Buttercup, genau, die verliebt sich in den Stallburschen und ja, gemeinsam versuchen sie dann irgendwie ihr Glück und zu heiraten und so weiter, aber der Stallbursche, der wird dann irgendwie, ja, während der Schiffsfahrt oder so vom Piratenschiff gekentert und die Prinzessin oder die Buttercup denkt dann, dass er auch gestorben wäre und heiratet daraufhin ja, so einen ekligen Prinzen, Hamperding, meine ich, heißt er. Ja, Hamperding und
Der führt jedoch ziemlich viel, oder führt eher Böses im Schilde mit der Hochzeit der jetzigen dann Braut, ne, der Buttercup. Und dann irgendwann taucht dann aber auch noch wieder so ein mysteriöser Pirat auf, der sie dann versucht, auch aus den Klauen dieses bösen ja, Prinzen dann zu retten. Also, es ist schwierig, da sonst jetzt ohne zu viel zu spoilern, mehr zu sagen. Ist von Rob Reiner, der unter anderem Stand By Me gedreht hat. Auch ein echt schöner Film. Das Ganze wird dann auch irgendwie so aus so einem Märchenbuch hier, das, glaube ich, der Großvater seinem Enkel dann vorliest, diese Geschichte halt. Wunderschöner Film. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen für die, die ihn nicht gesehen haben. Und genau, ist dann hier irgendwie, ich habe da eine schöne Edition auch von, ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt, auf 4K. Okay, ja, das dazu. Genau, das ist jetzt so ungefähr die Hälfte von dem, was dann jetzt noch kommt. Ja, also da kommt nochmal, ungefähr nochmal so die Hälfte von dem, was jetzt in diesem Video vorgestellt worden ist, in dem zweiten Teil von den besten Filmen von 1987. Und vertraut mir, da sind echt noch super Filme dabei, den dürft ihr nicht verpassen. Haltet das im Auge, lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Like, gegebenenfalls ein Abo, um dann die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei und habt vielleicht ein paar Filme gefunden, wo ihr jetzt sagt, okay, boah, den gucke ich mir jetzt auch nochmal an, würde mich echt freuen. Schreibt alles in die Kommis rein und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken und sage einfach bis zum nächsten Mal. Euer Blockbuster. Ciao.